going at it, folks. The goers are taunting the Aurochs. Okay, dann geht's los. Da muss ich mich arg konzentrieren. Ich kenne nicht mal mehr die Steuerung tatsächlich. Und es geht direkt instant los, oder? Okay, was mache ich nochmal auf Dreieck? Manuell auf jeden Fall schon mal. Und Manndeckung. Genau, jetzt kann ich nämlich selber steuern. Okay, und was ich machen werde, ist nur manuell und Manndeckung. Und ich kann, wo kann ich denn passen nochmal? Da! Oh, ob wir an dem überhaupt vorbeikommen? Ich glaube tatsächlich schon. Und dann machen wir einen Pass. Genau, wir passen einmal zu Tidus, ganz wichtig. Wir werden jetzt erstmal sehr, sehr viel passen in der ersten Runde. Pass. Tidus hat einen weiten Pass, der müsste bis Letty kommen. Ah, hat er gar nicht, hat gar keinen weiten Pass, lol. Laberkopf, ich habe auf PH geguckt und nicht auf Paar A, wie Pass. Ja, aber wir haben es trotzdem abgefangen. An dem kommen wir gerade noch so vorbei. Dann machen wir auch wieder hier einen Pass. Richtig gut, ey. Und passen zu Bots. Ja, wie gesagt, ich habe ewig nicht mehr gespielt. Also hier Blitzball. So. Ja. Auf jeden Fall Pass. An Letty. An Lotti Karotti. So, dann haben wir hier auch nochmal Pass. Der hat ja auch einen guten Passwert. Da können wir tatsächlich... Oh, zu Dat würde ich tatsächlich gar nicht werfen, aber zu Tidus. So. Dann hier einmal vielleicht... Vielleicht können... Ah, vielleicht... Wenn ich danach Dribbling mache, schaffen wir das. Die nimmt uns den Ball nicht ab, sehr gut. Und dann... Komm schon, komm schon, komm schon. Und... Kommen wir gerade noch so? Ich versuche es. Ah, schade. Jack Spezial ausgerüstet. Nee, kann ich erst ab der zweiten Runde. Das ist die erste Hälfte. Da kann man das noch nicht. Mann, richtig dangerous. Okay, wir haben den Ball abgenommen. Direkt versuchen zu passen. Passt. Damit bauen wir quasi die Stats unserer Charaktere auf. Wir müssen auf jeden Fall viel passen, damit wir Stats haben. Da können wir nämlich in der zweiten Hälfte richtig viel reinklotzen hier. Moment. Pass. Ein 1-0 würde auch schon reichen, um zu gewinnen. Pass. An dem kommen wir nicht vorbei. Nicht vorstoßen und Pass. Es wird richtig, richtig eng. Wir passen zu diesem Yes oder Jess oder wie heißt der? Ah, schaffen wir nicht. Scheiße. Das war jetzt richtig bad. Oh, das wird ein Tor. Das wird halt safe ein Tor. Das natürlich jetzt... Oder? Nee? Okay, gut. Okay. Und erstmal auf jeden Fall Pass. Wir haben... Warte mal, was mache ich? Tor, Pass. Und zwar tatsächlich einmal zu Dat. Und direkt weiter passen. Richtig, sehr gut. Der hat keinen hohen Passwert, deswegen einmal zu Letty. Weiß nicht, warum ich den mal Lotti Karotti nenne. Ich habe keine Ahnung. Aber das mache ich tatsächlich immer. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir werden tatsächlich zu Tidus passen. Und von Tidus aus ein Stück zurückgehend da weiter passen. Sollte eigentlich passen. Versteht ihr? Passen? Dribbling tatsächlich auch. Und jetzt nochmal passen. Jetzt müssen wir nochmal durch den durch. Aber danach können wir passen.
Aber langsam bin ich wieder drin. In der Steuerung und alles. Wir müssen nur Stats aufbauen. Richtig Stats aufbauen. Okay, hier haben wir genau den richtigen Moment abgepasst. Ha, einfach Schlier passen. Ha. Dann einmal zu Bots. Dann hier ein bisschen nach hinten schwimmen. Warten, bis sie vielleicht ein bisschen näher rankommen. Und jetzt hier auf jeden Fall passen. Wir haben keinen hohen Pass, deswegen werden wir auf jeden Fall zu Zäs oder Yes. Wie spricht man den wohl aus? Bisschen hier unten rumdümpeln. Und dann von hier einen Pass zu Tidus. Das könnte jetzt ein Tor werden, tatsächlich. Pass. Das muss ein Pass werden. Kommen wir da durch? Pass. Ja, wir sind durchgekommen. Der Pass muss ein kurzer Pass sein. Geht nicht anders. Der hat echt keinen hohen Passwert. Gut. Von hier direkt weiterpassen. Hoffentlich... Ah, nee, der ist bis in den Ring gekommen. Da werden wir... Das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Nicht vorstoßen. Pass. Der wird... Das wird nichts. Glaube ich. Wir werden aber versuchen, zu Dutt zu passen. Ja, aber die Zeit müsste jetzt gleich rum sein. Ja, Halbzeit. Sie haben kein Tor geschossen in der ersten Halbzeit. Das ist sehr gut. Puh. Ja. Und jetzt unsere Level. Ja, unsere Level sind ganz gut. Dutt hat leider keinen abgekriegt. Das ist natürlich schlecht. Können wir vorher nochmal speichern? Ah, sorry. Tatsächlich müssen wir direkt loslegen. Ability-Menü. Ah, da müssen wir auf jeden Fall Jack Spezial ausrüsten. Schade, dass wir nicht Jack Spezial und Sphero-Schuss nehmen können. Ja, wir kriegen, glaube ich, einen Spheroid. Und halt diesen Pokal da so. Schauen mal, ob einer noch ein Skill lernen kann. Ah, ich hätte mehr passen müssen. Das ist jetzt natürlich richtig schlecht. Deckungen. Das ist der Torwart. Bots, ja. Das ist halt so das Ding. Ja. Mit Deckung. Ich habe da nie so viel gemacht bei Deckung tatsächlich. Ich habe trotzdem immer richtig abgezogen. Das ist ja Torwart von denen, oder? Ja, und Tidus. Ist da irgendwo noch einer frei? Nö. Passt. Oder? Passt schon niemanden. So. Und jetzt müssen wir uns arg konzentrieren, Leute. Jetzt geht's um die Wurst hier. Ja, Deckung ist nur für die Skills. Stimmt. So lernt man die Skills. Okay. Die haben auf jeden Fall den Ball. Direkt mit drei Leuten am Stoppen hier. Sehr gut, sehr gut. Torschuss. Ja, komm. Wobei, oh, oh. Der will halt echt einen Torschuss versuchen, ne? Komm schon. Ja, oh, das ist auf jeden Fall unserer. So, dann... Ah, da haben wir dann einen. Durch den kommen wir aber durch. Da können wir dann auf jeden Fall erstmal passen. Oh, Gift-AG. Hat uns aber den Ball nicht abgezogen und hat uns nicht vergiftet. Letty wäre ganz gut. Mache ich jetzt Letty oder mache ich Tidus schon? Ich glaube, ich mache erstmal Letty. Nee, jetzt geht's gerade nicht ums Leveln, tatsächlich. Da komme ich durch und dann kommt der Pass zu Tidus. Und dann müsste es eigentlich passen. Puh, ich bin gerade richtig... Oh, Adrenalin, Alter. Ich muss das schaffen.
So, dann mit Tidus natürlich hier an die Front. Direkt durchziehen, direkt durchziehen, direkt durchziehen. Und das muss ein Tor sein eigentlich. Wir werden nicht vorstoßen und werden direkt Jack Spezial machen. Tor. Direkt Jack Spezial muss. Bam. Und das erste Tor ist drin, Leute. Jetzt müssen wir entweder die relativ lange beschäftigen oder versuchen, noch ein zweites Tor zur Sicherheit zu schießen. Das wird jetzt belastend. Okay. Komm schon. Ah, Mist, Alter. Das wird jetzt bestimmt ein Tor von dem Typen, Alter. Das ist dieses andere belastend. Der Pass. Ah, komm schon, komm schon. Da geht's noch durch. Ah. Der Ball ist mir. Der Ball ist auf jeden Fall mir, oder? Nee. Verflucht. Was ziehen die denn so weit ab? Die sollen den mal lieber hier einkreisen. Korb, wie weit kann der denn noch zum Tor schwimmen? Der Wahnsinnige. Jo, das ist halt safe ein Tor für die. Schlimm einfach, richtig schlimm. Ah, jetzt wird es natürlich knifflig. Wir sollten versuchen, den Ball lange für uns zu behalten. Und dann kurz vorher ein Tor zu machen, auch wenn das richtig, richtig dangerous ist. So. Dann passen wir erstmal. Und zwar, wir passen zu Bots. Bleiben erstmal ein bisschen hinten. Vielleicht ein bisschen nach vorne so. So ein bisschen drehen. Ein bisschen Zeit wasten. The fans are getting impatient. They're calling for some action. Ja, jetzt wird ausgewechselt. 1-1 steht's. Heftige Situation. Genau, er hat nicht mehr genug HP für den zweiten Jack, aber jetzt wird ja sowieso Walker eingewechselt. Everyone seems to be calling for Waka, folks. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach so, dass ich jetzt schon länger keinen Blitzball mehr gespielt habe. To be honest, I did kind of feel left out, but it really was the Oryx and Waka show after all. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Ah, it's Waka. He's back on the field and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. So, und dann geht's rund. Geben wir unser Bestes. Wenn nicht, muss ich, wie gesagt, reloaden. Ah, schauen wir mal. Also der Gegner hat auf jeden Fall den Ball zu Beginn. Müssen den jetzt schön einzingeln, hier umzingeln. Schön einkreisen. Pass. Hm, der hat richtig viel Passpower hier. Das wird belastend.
Ja. Oh, das wird wieder direkt ein Tor bestimmt. Ja, schaut euch das mal an. Heftig belastend. Ah, wir haben den Ball. Schwimme ich erstmal ein bisschen zurück. Und dann gibt es einen Pass an Waka. Und direkt durch und... zwei. Durch den ersten gehen wir raus und dann machen wir einen Torschuss. Und zwar einen Giftschuss. Ah, es wird nichts. Ah, wir haben den Torwart vergiftet. Oh, das wird verdammt eng. Aber wenn 1-1 ist, wird, glaube ich, verlängert oder so. Komm schon. Nimm den Ball weg. Jawohl. Und Waka hat den Ball und... direkt Schuss. Da ist nämlich keiner dann im Weg. Nochmal Giftschuss. Und Tor! Crazy. Jetzt müssen wir noch ein paar Sekunden überleben. Tatsächlich. Oh, komm schon, komm schon. Das wird kein Tor mehr. Das wird kein Tor mehr für die. Garantiert nicht. Waka hat geregelt. Ja, Waka rastet jetzt. Jetzt will Waka es aber wissen, Alter. Jetzt will er es wissen. Pistora am Vorstoßen und dann nochmal Tor. Komm auf. Ah, das zählt dann auch gar nicht mehr, glaube ich. Da ist die Zeit dann durch. Oder? Hätte er auch abgewehrt. Trotzdem haben wir es zerlegt und wir haben den Kampf geschafft. Wir haben das Pokalspiel für uns entschieden. Sehr nice.